Am Samstag ist es wieder soweit. Es ist Derby-Zeit in der Regionalliga Nordost. Der Tabellenführer, der Greifswalder FC, bekommt Besuch von der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock. Die Ausgangslage ist folgende. Die Greifswalder müssen gewinnen, um den Aufstieg in die dritte Liga zu schaffen. Und die zweite Mannschaft von Hansa Rostock muss ebenfalls gewinnen, weil sie nicht wieder runter in die Oberliga absteigen wollen. In diesem kleinen MV-Derby werden viele Fans erwartet von Hansa Rostock, die auch ihre zweite Mannschaft unterstützen kommen. Kann Hansa vielleicht deshalb was aus Greifswald mitnehmen? Oder zeigt der Greifswalder FC, wie den Rest der Saison schon, keine Nerven und lässt die drei Punkte bei sich zu Hause? Starten wir mit dem Stadionvlog. Es geht wieder los mit einem Stadionvlog. Heute MV-Derby, das Kleine. Zwar der Tabellenführer, der Greifswalder FC, mit der absoluten Favoritenrolle gegen den Tabellenletzten, Hansa Rostock 2. Und wir können alle davon ausgehen, Hansa, die erste Mannschaft, hat gestern gewonnen. Und heute ist das in Mecklenburg-Vorpommern und hier ist jeder Hansa-Fan. Also wird die zweite Mannschaft heute definitiv guten Support bekommen von ihren Fans. Bei Hansa ist es ja sowieso so, das ist Ostseestadion gegen Energie Cottbus. Wie viele Leute waren da? 9.000 oder so? Oder 7? Irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall ist es richtig starker Support von Hansa Rostock, wie sie ihre zweite Mannschaft supporten. Gestern hat Energie Cottbus nur 1:1 gespielt gegen Jena. Hat also Punkte liegen lassen. Heißt, Greifswald kann wieder davonziehen. BFC hat gewonnen. 1:0 gegen die zweite Mannschaft von Hertha. Ist dran. Aber es liegt nicht mehr in ihrer eigenen Hand. Der BFC spielt nochmal gegen Cottbus, die nehmen sich nochmal Punkte weg. Und nächste Woche spielt ja Cottbus gegen Greifswald. Da muss der BFC hoffen, dass die irgendwie Punkte da lassen. Für die zweite Mannschaft von Hansa Rostock sieht es eigentlich richtig schlecht aus. Ich weiß nicht, ob eine Mannschaft schon mal so wenig in der eigenen Hand hatte, nicht abzusteigen. Weil der Hallische FC aus der dritten Liga könnte ja absteigen in die Regionalliga. Heißt, dass der 18. und der 17. absteigen würden. Und Eilenburg hat sich eigentlich schon so ein ziemlich gutes Polster erarbeitet. Heißt, sie müssen hoffen, dass der Hallische FC nicht absteigt, damit der 17. Platz reicht, wo gerade der Berliner AK ist. Und dann müssen sie noch hoffen, dass nicht die erste Mannschaft von Hansa Rostock vielleicht in die dritte Liga absteigt, was ja auch noch im Rahmen des Möglichen ist, weil die dann in der zweiten Liga gerade alle punkten wie die Wilden. Weil wenn die erste Mannschaft von Hansa absteigen würde, dann müsste Hansa Rostock 2 sowieso runter in die Oberliga, wegen diesen 2-Ligen-Differenz zwischen erster und zweiter Mannschaft. Also auf jeden Fall komplett verrückt da. Lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo da für mehr Videos. Und dann starten wir jetzt und gehen los. So, der Gästebereich ist schon gut gefüllt für dreiviertel Stunde vor Anpfiff. Und der Heimbereich ist auch gut gefüllt mit Hansa-Fans. Die Hansa-Fans mit einem klaren Statement, das ist hier Hansa-Gebiet. Guckt euch dann die Sicht von hier. Hier stand ich, glaube ich, beim DFB-Pokalspiel gegen Augsburg. Da waren die Banden doch noch nicht so hoch, Alter. Man sieht ja nichts. Man sieht 2/3 vom Tor einfach gar nicht. Polizei auch gar nicht am Start. Also hier gibt es ja keine Rivalität bei diesem Derby. Noch nicht. Lass mal Greifswald nächste Saison eventuell mit Hansa in einer Liga spielen. Dann gibt's Rivalität. Hansa ist in Mecklenburg-Vorpommern einfach, also jeder ist Hansa-Fan. Was ich noch spannend finde, ist, ob es heute organisierten Support gibt bei Hansa 2 oder ob es einfach halt arschviele Leute da sind, die in der Nähe wohnen und Hansa 2 gucken wollen. Außerdem, als ich am Auswärtsblock von Hansa 2 vorbeigelaufen bin, habe ich eine richtige Legende gesehen, eine TikTok-Legende. Ich blende mal hier ein, zwei Clips von ihm ein. Ach, da war ich kurz starstruck. Ein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Dir so viel vor, war noch nie so verloren, wir sind so in Love, dass es weh tut. In diesem Video zeige ich, wie man richtig abklebt, um eine scharfe Farbkante zu erzeugen. Ja.
die Minute. Achte Minute, der Hansa 2. Und hier ist Totenstille. Beerdigungsfeeling. Im Gegensatz zu dem letzten Derby, wo ich war. 2-0, ich hab's nicht drauf. War eine Balleroberung. Fehler in Abwehr, 2-0 Hansa, ey. Torschütze mit der Nummer 19, Luca Wollschläger. Luca! Jetzt kommen einfach mal ein paar Zeilen. Real Talk, wie man so schön sagt, Freunde. Real Talk vom Boss. So ein kurzer Real Talk mal zwischendurch. Ich gehe heute in dem Vlog, der ist schon geschehen, ziemlich hart ins Gericht mit dem Greifswalder FC. Wenn da Leute auf den Sitzplätzen sind und die sich darüber aufregen, dass die Stimmung schlecht ist, dass da keiner was macht. Alter, wie wäre es denn erstmal, ich war jetzt schon bei genug Siegen von Greifswald, dass ihr, wenn der Torschütze ausgewechselt wird, das habe ich jetzt auch schon so oft gesehen, dass ihr wenigstens mal aufsteht und den applaudiert, wenn er an euch vorbeiläuft. Alle können immer beim Fußball richtig schlecht reden, wenn mal ein Spieler einen schlechten Tag hat. Aber wenn er mal gut ist, wie wäre es mal anzufangen, dann den auch den Respekt zu zollen? Ich bin in erster Linie Fußballfan. Ich fahre, keine Ahnung, 250 Kilometer zu Heimspielen. Mir ist das scheißegal, wie die spielen. Ich reg mich darüber auf, aber am nächsten Mal bin ich wieder da. Dann kann ich mich aufregen, wie ich will. Und man macht dann auch Stimmung, ist doch scheißegal. Ihr habt nach 20 Minuten 3-0 hinten gelegen, ja, dann ist das so. Die Mannschaft bietet euch so viel tollen Kram. Die ganze Saison sind im Aufstiegsrennen dabei in der dritten Liga. Ihr wart davor noch in der Oberliga und jetzt nichts. Deswegen kann ich mich auch total dafür begeistern, wenn Chemie Leipzig da abreißt, Energie Cottbus oder Zwickau, Chemnitz. Also ich gehe ja nicht dahin, um mir ständig einen Sieg anzugucken, sondern die Kultur. Deswegen gehe ich auch etwas härter ins Gericht heute, weil dieser Vergleich zur zweiten Mannschaft von Hansa ist natürlich Hansa Rostock, das ist die absolute Nummer 1 in MV. Aber in meiner Welt, in meiner Fußballwelt, gehört sowas nicht in die dritte Liga. Guck mal, da gibt's Alemannia Aachen, ich meine, die steigen auf, aber Energie Cottbus, Zwickau, alles, das ist alles noch weiter unten. Natürlich, ich weiß, das ist sportlich, hat nichts damit zu tun mit der Fankultur, das ist mir vollkommen klar. Aber dennoch ist das halt meine Ansicht. Und zum Beispiel bei dem Derby von Jena gegen Erfurt, dass denn da von Offiziellen immer gesagt wird, das sind keine richtigen Fans, die da Pyrotechnik reinschießen. Nee, das sind richtige Fans. Das sind die Idioten, die nach Rostock zum Auswärtsspiel fahren. Da stehen die um 3 Uhr auf oder um 4 Uhr, setzen sich in die Bahn oder ins Auto und fahren dann da 6 Stunden nach Rostock, um ihr Team zu supporten. Das sind die richtigen Fans. Dass das eine beknackte Aktion ist, dass man da Pyrotechnik in den anderen Fanblock reinschießt, ist ja gar keine Frage, ne? Aber das sind die Fans. Man sollte aufhören, immer zu sagen, das sind nicht die richtigen Fans. Wenn es danach geht, sind es die richtigen Fans, die da 20, die da 90 Minuten, wenn es gut läuft, auf ihrem Platz sitzen und die Schnauze halten. Wenn es schlecht läuft, sitzen sie nur 60 drauf, weil sie schon vorher gehen. Schreibt doch gerne in die Kommentare eure Meinung zu dem ganzen Thema. Lasst ein Like und ein Abo auf den Kanal da. Machen wir weiter. Im Endeffekt könnte ich auch einfach die Schnauze halten und nichts dazu sagen und den Weg des geringeren Widerstands gehen. Aber dann gibt's meine Vlogs bald beim MDR, wenn ich nicht mehr meine eigene Meinung sagen darf. Und nur noch das berichte, was die alten Omis möchten. Omi, Omi, Omi. Und mir ist auch absolut bewusst, dass es nicht einfach ist, sich eine richtige Fanszene aufzubauen. Also, und es geht mir auch gar nicht nur um Greifswald. Es ist halt das, wo ich am, es ist halt das, was gerade in der Liga dominiert. Und Wiesbaden bringt auch keine Fans mit. Oder Hoffenheim sowieso. Wen gibt's da noch? Elversberg. Dann vergleicht mal mit Dynamo Dresden, die da in der dritten Liga sind. Die schon wieder abkacken. Sah nach der Hinserie so aus, als wenn die da locker durchmarschieren. Jetzt sind die auf einmal nicht mal mehr auf dem Relegationsplatz. Die sind doch nur noch Vierter, oder? Das sah alles so aus, als wenn sie höchstens noch Relegation spielen könnten. Boah. Hast du dich jetzt beruhigt? Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Und jetzt wird weiter diskutiert. Wenn beim 0-0 noch Beerdigungsstimmung war, dann ist es spätestens nach dem 2-0 Stimmung, als wenn er schon unter der Erde ist. Und wenn man in dem Stadion hier jede Tor drauf hat, ist auch 6 am Lotto.
oder 0-0. Freistoß. Oh, fast Eigentor. Ein kurzes Stimmungsupdate. Perfekt. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Nur nach 20 Minuten. Und drei Tore auf das ferne Tor, wo man nichts sieht. Durch das Superstadion. Ich glaube, ich muss heute mal einen Counter einfügen, wie oft ich hier über das Stadion schlecht rede. Ich zeige euch jetzt mal die Sicht. Perfekt. Man sieht nichts. So ein Fußballspiel ohne Stimmung gibt mir mehr Zeit, über das Stadion zu lästern. Holt doch mal den Security-Leuten einen Stuhl. 10, 15 Stühle, dann stehen sie auch nicht mehr die ganze Zeit in der Sicht. Auch mal das Investorengeld in Stühle investieren und dass ich ein bisschen Sehgenuss habe hier. Na daneben, ihr Opfer. Kurzes Stimmungsupdate. Sehr gut. So, Halbzeitfazit. Stimmung, naja. Machen zwar ein paar Hansa-Fans mit, aber organisierter Support ist es jetzt leider nicht. Zumindest beim Gesang. Choreo war cool, Fahren war cool. Da sieht man mal, was das so ist. Was Fußball ist ohne Fans. Ohne die Chaoten, in Anführungsstrichen, die da die Stimmung machen. Und der immer gleich Verbrecher. 3-0. Wer hätte das gedacht? Keiner. Von Greifswald kommt gar nichts. Und jetzt macht Hansa genau das, was sie schon die ganze Zeit machen wollten. Jetzt können sie kontern. Kreisab muss aufmachen. Kann hier noch was werden. Auf jetzt. Tor. Ah. Immerhin machen die Hansa-Fans jetzt ein bisschen mehr Stimmung. Und erstmal gepokt im Block. Sehr schön. Es passiert nicht mehr viel. Aber die Stimmung ist viel besser geworden, vor allem von Hansa. Ja, ja. Ja. Stimmungsupdate. Boah. Jetzt kommt er nach der Ecke, gerade eben ausgemacht. Ja. Und jetzt. Elfmeter und ich hab's nicht richtig drauf. Gehalten. Weltklasse. Heute soll es nicht sein. Der Tor ist vernagelt von Hansa 2. Sitzpflicht für alle im Innenraum, im Volksstadion Greifswald. Bei 3.455 Zuschauern. Schön, dass ihr heute hier seid. Sitzpflicht. Los, Luca! Ich bin großer Befürworter von Luca Wollschläger. Ich sag, alles was Tabakovic kann und Previak kann Luca auch.
Jetzt geht Luca. Jetzt hat alle beieinander. Jetzt kann der Schiedsrich abhalten. Mach fertig. Noch 10 Minuten. Viel ist nicht mehr los hier auf dem Platz. Nur noch Kampf, Kampf, Kampf. Reisbad kämpft jetzt auch, aber Hansa kämpft ja schon seit der ersten Sekunde hier auf dem Platz. Jetzt sind noch 2 Tore in 2 Minuten. So sieht's aus. Was ist dann? Durch wie viele Leute ich dadurch filmen muss? Durch 3. Wenn da noch jemand aufsteht, ist Game Over. Hinsetzen im Innenbereich. Da ist der Abschluss, es gibt sie diese Tage, das können wir nicht vermeiden, es wird immer mal wieder so kommen. Aber Luca Wollschläger, Fußballgott. Abschlussfazit: 3:1 gewinnt Hansa Rostock 2 gegen Greifswald. Hätte ich nie im Leben gedacht. Und eigentlich ziemlich souverän, kamen keine Chancen. Also, Greifswald kam keine Chancen, das ganze Spiel kaum. Nächste Woche dann das absolute Spitzenspiel: Energie Cottbus gegen Greifswald FC. Da wird die Hütte voll sein im Cottbus. Gucken, ob Greifswald das wieder gut machen kann. Lasst ein Like und ein Abo da auf den Kanal für mehr Stadionvlogs. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und haut rein.